Was ist hypnotische Trance? Wenn wir uns im Folgenden so ein paar Phänomene anschauen, die typisch sind für diesen Zustand, eine typische Beschreibung für diese Zustände sind, dann zeichnet sich hypnotische Trance dadurch aus, dass es sich um einen subjektiv veränderten Bewusstseinszustand handelt, also ein anderes Bewusstsein, ein anderes subjektives Bewusstsein, das derjenige erlebt. Und das sich natürlich von Wachbewusstsein, von Schlaf und Entspannung unterscheidet. Das ist also ein spezieller Bewusstseinszustand. Das ist hier das Wichtige. Es ist nicht Schlafen, es ist aber auch nicht Wachsein. Es ist nicht sowas, wie man das in der Entspannung erlebt, zum Beispiel beim autogenen Training oder bei der progressiven Muskelentspannung, schon gar nicht bei technischen Entspannungszuständen. Es ist aber auch anders als beispielsweise meditativer Zustand. Und das Besondere in der Trance, in der hypnotischen Trance, sind die Trance-Phänomene, die auftauchen. Da haben wir zum Beispiel so etwas wie eine Dissoziation. Die Dinge sind nicht mehr in der reellen, assoziativen Wahrnehmung vorhanden. Zum Beispiel in einem Trance-Zustand hebt sich plötzlich der rechte Arm. Oder es entsteht ein unwillkürliches Lachen. Oder man hat nicht mehr das Gefühl, dass man auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Sessel sitzt oder liegt. Auch das Raumempfinden ist verändert. Man weiß jetzt in dem Moment oder man merkt in dem Moment der Trance-Phänomene, dass man zwar in dem Raum ist, aber gleichzeitig auch woanders. Also in der Situation, der räumlichen Situation, bis hin zur persönlichen Situation. Also letztendlich auch so etwas wie parapsychotische Phänomene, die auftauchen, scheinen oder pseudo-psychotische Phänomene, die auftauchen können in dieser Dissoziation. Also die Dinge sind verschoben, sie sind anders miteinander verbunden, sie sind in dem gewöhnlich Assoziierten nicht mehr vorhanden oder immer wieder nicht mehr vorhanden, sondern teilweise ausgehebelt, wenn man das so ausdrücken möchte an der Stelle. Und es gibt ja auch immer wieder den Hinweis, die Trance-Hypnose arbeitet in der Art, dass ein assoziierter Zustand, also ein Zustand, der vom Klienten eine Bedeutung erfährt, der ihm einfach so, die seine Wahrheit ist letztendlich, nicht? Oder die Wahrheit ist, die er glaubt zu erkennen. Also damit auch das Problem oder ein Problembewusstsein ausgehebelt wird, indem es dissoziiert wird. Und dadurch, dass es dissoziiert wird, dass es quasi ausgehebelt wird, assoziiert es sich neu. Und das ist genau das, was wir in der Trance häufig erleben. Ein besonderer dissoziativer Zustand, der zu neuen, zu Neo-Assoziationen führt. Wir haben solche Phänomene wie zum Beispiel Idiomotorik. Idiomotorik bedeutet, es gibt Verselbstständigungen in der Willkürmotorik, die entstehen. Wie gesagt, der Arm hebt sich. Man kann zum Beispiel lange, wenn man solche Showhypnosen macht, Zustände, motorische Zustände halten, indem man sehr schwere Gegenstände gemeinsam emporhebt, beispielsweise. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Willkürmotorik verschiebt in Richtung unwillkürliche Motorik. Und unwillkürliche Motorik zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Dinge von selbst geschehen, ohne dass ich dem eine künstliche Aufmerksamkeit oder gar eine konzentrierte Aufmerksamkeit schenke. Das heißt, in der hypnotischen Trance geht es immer wieder um eine Verschiebung des autonomen Gleichgewichtes von meinetwegen Sympathikotonen und Parasympathikotonen Phänomenen. Und damit haben wir natürlich auch Möglichkeiten der Anspannung in Bewegung. Hypnotische Trance ist natürlich auch immer wieder verbunden mit solchen Phänomenen wie zum Beispiel meditative Trance, erweiterte oder eine fokussierte Aufmerksamkeit. Also beide Spektren, einerseits erweitert sehr weit. Dieses Phänomen der meditativen Trance ist sehr häufig ein erweitertes Aufmerksamkeitsphänomen oder aber im Gegenteil dazu eine fokussierte Aufmerksamkeit. Oft entsteht auch aus der fokussierten Aufmerksamkeit, also aus der Konzentration auf etwas ganz Bestimmtes, punktuell Bestimmtes, ein Objekt, eine erweiterte Aufmerksamkeit.
Und oft entsteht auch so ein Phänomen, ja, alles ist irgendwie in einem Zusammenhang, der logisch ist. Es ist eine eigene Logik. Also alles macht Sinn, alles ist wichtig. Also die frühen Erfahrungen, die man als Hypnotherapeut machen kann, ist, dass wenn man Menschen, Klienten hypnotisiert, dass oft selbst das Gefühl auftritt, ja, alles ist sinnvoll und gut und in einem besonderen, ja, in einem besonderen Zustand, was zum Beispiel eben dieser meditativen Trance entsprechen würde. Es kommt natürlich in der Trance immer wieder zur Aktivierung, zur Problemlösung oder auch Konfliktbearbeitung. Irgendwas wird getriggert, aktiviert, angestellt, fängt an zu laufen, fängt an prozessual zu laufen. Und hier greift ein gewisser Automatismus ein. Die hypnotische Beziehung ist in der Trance auch sehr wichtig und interessant. Und es kommt hier zum Beispiel auch zu Delegationen der Kontrolle über äußere Umstände und bestimmte mentale Inhalte an den Therapeuten. Das heißt, die Trance-Beziehung, die hypnotische Beziehung, und grundsätzlich ist ja die Beziehungsperspektive in der Psychotherapie etwas ganz Grundlegendes, ist hier besonders wichtig auch. Insofern kommt es zu solchen Dingen wie vertiefte Übertragung, Gegenübertragung. Es kommt natürlich zur Innenwendung der Aufmerksamkeit und damit zum Zugang zu verschiedenen und verdrängten Inhalten des Unterbewussten. Es kommt zu einer Vorstellung sensorischer, affektiver, kognitiver und physiologischer Reaktionen, die wir zum Beispiel Idiodynamik nennen können. In der Hypnotherapie sind solche Phänomene wie unwillkürliche Reaktionen und innewohnende oder implizite Lern- und Gedächtnisprozesse des Unterbewussten sehr wichtig und damit der metaphorische Inhalt oder die metaphorische Arbeit oder die symbolische Arbeit auch etwas ganz Wesentliches. Es kommt in diesem therapeutischen Zustand oder in diesen Trance-Phänomenen immer wieder zu Projektionsflächen für ungenutzte Möglichkeiten des Patienten, also einer außerordentlichen Erweiterung automatischer Suchfindungslösungsprozesse, eine besondere Erweiterung von Kreativität und Flexibilität. Wichtig ist, dass durch die Phänomene der Trance und Hypnose so etwas wie eine dritte Instanz entstehen, nämlich neben dem Klienten und dem Therapeuten existiert dann noch etwas Besonderes, nämlich dieser hypnotische Zustand. Die Dinge laufen unwillkürlich und autonom. Und wichtig ist aber, dass sie sich nicht verselbstständigt ablaufen, sondern dass sie kontrollierbar sind. Das heißt, hypnotische Phänomene sind unter Kontrolle. Sie sind sogar unter Konditionierung, also kontrollierbar einerseits. Andererseits konditionieren sie sich auch. Das heißt also, wir haben hier einen Lernvorgang, der natürlich auch vorhanden ist. Modulation, Einüben von Selbstkontrolle über viele psychopathologische Symptome. Und das ist natürlich dann therapeutisch sehr interessant. Wenn wir an dieser Stelle typische relevante Trance-Phänomene differenzieren, dann können wir sagen, wir haben zum Beispiel so etwas wie perzeptive und sensorische Prozesse. Perzeption ist also die Aufnahme, die Wahrnehmung, Perzeption und sensorisch die Sensibilität. Sowas wie Absorption, also von etwas vollkommen absorbiert sein, erfüllt sein, so etwas wie Konzentration. Eine erhöhte Imaginationsfähigkeit, eine Idiosensorik, also besondere Sensibilität, die sehr dicht ist, eine Dissoziation und Assoziation. Dinge können dissoziiert werden, auseinandergenommen werden, ihrem normalen assoziativen oder vormals assoziativen Inhalt dissoziiert werden, wie auch wieder neu zusammengesetzt werden. Ich wies darauf schon hin. Es entstehen solche Phänomene wie Analgesie und Anästhesie, also Schmerzunempfindlichkeiten, aber auch so etwas wie Hyperästhesie, also besondere Empfindungsfähigkeit, sehr starke Konzentration in bestimmten Wahrnehmungen. Es entstehen Phänomene wie positive und negative Halluzinationen,
in verschiedenen Sinnesmodalitäten. Dann haben wir kinästhetische und motorische Phänomene, so etwas wie Idiomotorik, also eine eigene Motorik der Trance. Die Dinge passieren unwillkürlich. Solche Phänomene wie Katalepsie und Levitation. Levitation ist, wenn zum Beispiel der Arm hochsteigt und in dieser hochgestiegenen Position so haltbar ist für längere Zeit, automatisch quasi. Aber auch so etwas wie Katalepsie, dieses schwere Gefühl, das ist nicht mehr, zum Beispiel die Finger nicht mehr auseinander zu bekommen, wenn man beide Hände faltet. Oder so ein Phänomen wie wechselnde Biegsamkeit oder motorische Ökonomie. Dann haben wir kognitive Phänomene wie zum Beispiel Zeitverzerrung. Der Trancezustand, Hypnosezustand zeichnet sich dadurch aus, dass er letztendlich zeitlos ist, wie auch alle Träume. Nicht alles Metaphorische im Traum zeitverzerrt ist oder zeitdissoziiert ist, nicht ein typisches Vergangenheits- oder Gegenwarts- oder Zukunftserlebnis ist. Eine Ausdehnung, Verdichtung. Wir haben solche Phänomene in den kognitiven Phänomenen wie posthypnotische Suggestion oder Reaktion. Also nach der Hypnose passiert etwas dann in der Realität, im Alltag des Klienten. Wir haben Gedächtnisverlust, also wir können Dinge löschen wie eine Amnesie. Wir können sie vergessen. Das Vergessen ist etwas ganz Wichtiges und ein zentraler Aspekt der Hypnose. Dadurch, dass wir zum Beispiel lernen oder das Phänomen von Lernen hängt entscheidend ab, dass wir es auch vergessen, was wir gelernt haben. Also das Vergessen können, die Amnesie ist etwas Wichtiges, aber auch die Hyperamnesie im Gegenteil dazu oder komplementär dazu ist etwas wichtig, sich an etwas besonders detailreich und sehr dezidiert erinnern zu können. Wir haben solche Phänomene wie Regression oder Progression. Dann wären noch zu erwähnen physiologische Reaktionen, wie zum Beispiel vegetative Umschaltung oder Blutdruckveränderung oder Durchblutungskontrolle, Vasodilatation, Vasokonstriktion oder Aktivierung des Immunsystems. Also unter Hypnose ist sehr gut nachgewiesen, dass hypnotische Haltungen das Immunsystem dezidiert verändern. Die Utilisation. Die Utilisation ist die Nutzbarmachung. Nutzbarmachung kann auf unterschiedliche Art und Weisen stattfinden. Es ist also ein zentrales Prinzip der modernen Hypnotherapie, hat sehr viel mit Ressourcenaktivierung zu tun, hat sehr viel mit dem Begriff Reframing oder Umdeuten zu tun, immer wieder Dinge in einen anderen Zusammenhang stellen, was ja ein Grundphänomen der Dissoziation ist. Das heißt also, in jeder Eigenheit eines Klienten, wenn wir das so betrachten, Eigenheit des Klienten, damit auch Pathologie oder Störung, ja, oder einfach Phänomenologie der Eigenheit des Klienten, ist eben eine spezifische Lernerfahrung und Fertigkeit enthalten, die wichtig ist, um ein Problem zu lösen. Und damit ist alles praktisch eine Ressource. Das ist also im konstruktivistischen Sinne etwas Grundlegendes, dass alles sinnvoll ist, dass alles nutzbar gemacht werden kann. Nicht, dass jede und noch so gestörte Pathologie zum Nutzen für einen Klienten ist und dass daraus ein Nutzen geschieht, also etwas utilisiert werden kann. Also zum Beispiel traumatisierte Klienten können besonders gut dissoziieren und damit sind sie besonders gut für Trance geeignet, weil sie etwas abspalten und durch diese Abspaltung, auch durch diese Verdrängung ganz wichtige Trance-Phänomene vorhanden sind, mit denen wir arbeiten können. Oder spontan auftretende Verhaltensweisen und Reaktionen des Klienten sind sehr einträglich oder sehr erträglich eben und werden in den Trance-Prozess, in den therapeutischen Prozess mit einbezogen und sind entscheidend daran beteiligt, dass Therapie individuell veranlagt ist oder personotrop. Also jede Person, jeder Mensch hat seine eigene Therapie und bekommt dadurch seine eigene Therapie, weil er eben in seiner Individualität, auch in der Individualität seiner Störung, eine besondere Botschaft hat, die wir nutzbar machen können.
Anstatt zum Beispiel auch durch direkte Suggestionen zu arbeiten, werden neue Erfahrungen oder Verhaltensweisen hervorgerufen oder zum Verschwinden gebracht, werden natürlich auch vorhandene, dem Klienten im gegenwärtigen Kontext nicht verfügbare Verhaltensweisen utilisiert. Also insofern ist natürlich sowas wie Trance eine Unterbrechung gewohnter Denkmuster. Es entstehen neue Denkmuster. Es ist geradezu eine Förderung auch von sehr starken Fantasien, die ein Mensch hat. Das ist nochmal eine besondere Fokussierung von oder Ausweitung von Fantasietätigkeit, die ja ohnehin stets und ständig vorhanden ist im Alltag eines Menschen. Dann ist natürlich in der Utilisation die Therapiebeziehung etwas Wichtiges und die Therapiebeziehung wird utilisiert, Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Stile eines Menschen, Kommunikationsstile, aber auch Einstellungen, Attributionsmuster und andere Merkmale des Patienten werden natürlich vom Therapeuten systematisch genutzt und abgestimmt auf seine jeweilige Therapeutenpersönlichkeit. Dann haben wir natürlich sowas wie Phänomene wie Trance-Induktion, also wie versetze ich jemand in Trance und wie vertiefe ich die Trance? Die Trance-Induktion utilisiert man auf den jeweiligen Patienten. Habe ich also jemand, der sehr, meinetwegen sehr rational drauf ist, dann hole ich ihn in seiner Rationalität ab und erkläre ihm vieles rational, intellektuell, vernunftbestimmt und verwende meine Trance-Induktion in dieser Hinsicht. Habe ich zum Beispiel sowas wie starke Außengeräusche in der Praxis, in der Hypnopraxis und Straßenbahn, Straßenlärm, was auch immer, Windgeräusche, dann nutze ich diese Dinge einfach auch, um die Trance aufzubauen, um sie zu induzieren und um sie zu vertiefen. Also ich kann immer wieder darauf zurückgreifen, auf das, was jetzt einfach hier in der Umgebung vorhanden ist. Also potenzielle Störungen werden damit zu ganz wichtigen Trance-Transmittern. Dann einzelne Trance-Phänomene, die keinen therapeutischen Sinn an sich haben, werden zum Beispiel als Mittel zur Erreichung von therapeutischen Teilzielen genutzt. Zum Beispiel Levitation eines Armes oder ein anderes idiomotorisches Signal. Ich habe das mal erlebt in einer Raucherentwöhnung, wo wir die Metapher genutzt haben, du bist frei wie ein Vogel, beziehungsweise wir haben versucht, die beiden den Arm levitieren zu lassen, was nicht gelungen ist, weil der natürlich irgendwo seinen Verstand zwischengeschaltet hatte, seine Kontrolle. Und das führte dann zu so einem Zustand wie Flattern der beiden Arme. Und dann haben wir das genutzt, dieses Flattern der Arme. Und der bewegte sich wie ein unbeholfener Vogel und haben das eben rein impliziert. Und du wirst frei wie ein Vogel, der in die Luft steigt und brauchst eben das Rauchen nicht mehr. Wir nutzen solche Trance-Phänomene wie Katalepsie, Zeitverzerrung. Und damit, wenn so ein Zustand wie bewusst gemachte Zeitverzerrung entsteht oder Katalepsie oder auch Levitation, dann sind das eben sogenannte Beweise oder Ratifikationen für den Trance-Zustand, die wir in diesem Sinne utilisierend verstärken. Das kann also eine weitere Vertiefung der Trance, das kann zu einer weiteren Vertiefung der Trance-Phänomene führen. Das heißt, wichtige Trance-Erfahrungen sind auch immer wieder mit unwillkürlichen Phänomenen bestückt, sodass die Erwartung des Klienten, wenn er dann merkt, wie sich der Arm automatisch hebt, und das merkt er dann irgendwie sehr amüsiert, weil das sehr ungewöhnlich ist und diese Erwartungshaltung oder diese Phänomene vertiefen den Trance-Zustand. Dann kommt es natürlich zu sehr differenzierten, diffizilen therapeutischen Veränderungen. Also Trance-Phänomene werden immer wieder zur Erreichung der eigentlichen Therapieziele genutzt, indem sie von dem Kontext, in dem sie natürlicherweise auftreten, auf den Kontext übertragen werden, der bislang als Problemfeld empfunden wurde, etwa die Dissoziation von der körperlichen Empfindung zum Beispiel. Es kommt natürlich in diesem Zustand zu starken Ressourcenorientierungen, grundsätzlich auch neben der Utilisation. Verhaltensweisen, Erfahrung und
Trance-Phänomene selber sind Ressourcen. Es gibt so etwas wie Umdeutung oder wie günstige Zwischenstücke, die man einbauen kann als Brücke für erwünschtes Verhalten. Reframing wird meistens als Umdeutung bezeichnet. Das heißt, negativ bewertete Verhaltensweisen oder Ereignisse eine positive oder undifferenzierte Konnotation erhalten können. Das heißt also, Negatives hat etwas Positives in sich, positiv Erlebtes hat aber auch etwas Negatives. Die Dinge sind letztendlich nicht dualistisch, sondern sie sind in der Kernumdeutungsfähigkeit in der Lage, von der einen Position in die andere Position zu gehen. Das ist also hier das Zentrale der Umdeutung. Ich kann alles Mögliche umdeuten, alles Positive zu Negativem umdeuten und umgekehrt. Daraus ergibt sich also ein großer Spielraum und sehr umfangreiche Perspektiven. Sehr wichtig ist eben auch das Prozessuale in diesem Zustand der Trance. Es entstehen Handlungsspielräume, die ihre eigene Zeit haben und ihre eigene Zeit zur Verwirklichung finden. Anders als in der kognitiven Therapie wird zum Beispiel die Umdeutung in der Hypnotherapie auch durch Übersetzung in Bilder erreicht. Also der Vorteil ist in Bezug auf die kognitive Therapie, dass ich hier sehr imaginativ und damit sehr emotional und eben auch im Affekt bin und dieses affektreiche Emotional und damit die Bedürfnisqualität eines Klienten sehr wichtig und im Vordergrund ist. Möglichkeiten gibt es auch zum Beispiel, das Unbewusste zu befragen, also sehr viele Fragemöglichkeiten durch idiomotorische Signale. Also, und wenn das richtig ist, dann gib mir ein Zeichen mit deiner linken Hand oder deiner rechten Hand oder gib mir überhaupt ein Zeichen, in dem sich dein Kopf bewegt, in dem sich die Augenbrauen hochziehen. Auf diese Art und Weise kann man in Trance manövrieren durch unwillkürliche idiomotorische Signale. Insgesamt haben wir zwei Klassen von Ressourcen, nämlich solche, die einerseits negativ bewertet wurden und durch Umdeutung zur Ressource wurden und solche, die bereits positiv bewertet werden. Also die Möglichkeiten einerseits, und damit ist es ein sehr großes Potenzial an Ressourcen, einerseits das, was eh schon als Bewältigung positiv erlebt wurde, also die positiven Seiten des bisherigen Lebens eines Klienten, andererseits eben auch aber das Negative, das eine Ressource ist, weil es eben auch wiederum umgedeutet werden kann.